Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Hier seht ihr mich vor ein paar Wochen meine nagelneue Midea Porta Split auspacken. Und seitdem habe ich euch hier im Kanal einige Videos eingestellt. Ich habe die Anlage verglichen mit meiner vorherigen Anlage. Ich habe 3 Jahre lang vor der Midea auch eine portable Split-Klimaanlage gehabt. Sehr interessanter Vergleich. Dann habe ich sie verglichen mit einer normalen Monoblock-Klimaanlage mit Abluftschlauch und habe auch mal die beiden Systeme, Split-Klimaanlage und Monoblock mit Abluftschlauch, miteinander verglichen. Und ich habe natürlich, wie hier zu sehen, ein Video gemacht, Auspacken, Zubehör, erstes Aufbauen, erstes Einschalten und so weiter und so weiter. Und ich habe mir gedacht, weil das Interesse so groß ist und weil diese Videos mal wieder dann so 15, 20 Minuten entsprechend gehen, habe ich mir gedacht, ich mache es mal in einer kleinen Serie für euch, produziere ich hier im Kanal. Und zwar gehen wir immer kurz und knackig auf ein bestimmtes Thema ein. Das heißt also auf Lautstärke, auf Stromverbrauch, auf Zubehör, auf die Montage bei den verschiedenen Fenstern. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. In der Bedienungsanleitung findet ihr den QR-Code, das kennen wir ja alle. Einmal kurz einscannen. So, hier haben wir das Smart Home, dann die Smart Home App. So, die Sicherheitsüberprüfung haben wir bestanden und dann können wir das Ding das erste Mal öffnen. Datenschutzrichtlinien müssen wir bestätigen und dann kann es im Prinzip hier jetzt schon losgehen. So, und hier auf diesem Screen könnt ihr jetzt im Prinzip dann alles Mögliche einstellen. Das heißt, wir haben hier den Automodus, den Kühlmodus, Entfeuchtung, Heizen, Ventilieren, das können wir ja alles hier, wenn wir wollen, alles einzeln einstellen. So, wir können die Lüfterdrehzahl entsprechend einstellen, niedrig, mittel, hoch, automatisch oder leise, also die Silence-Funktion. Dann haben wir hier die Schlafkurve, die wir einstellen können, das heißt also, dass es besonders leise ist und auch die Temperatur etwas weiter runter geht. Dann haben wir hier den Lieblingsmodus, den wir einstellen können. Die LEDs können wir einzeln einstellen. Das heißt also, wenn das Ganze ein bisschen zu hell oder zu dunkel ist für diejenigen, die sowas nicht mögen, können wir hier einstellen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, natürlich an dieser Kurve hier einzustellen, die Zieltemperatur. Bitte immer dran denken, das ist die Zieltemperatur, die solltet ihr nicht auf 16 Grad stellen oder 17 Grad. Ich stelle sie immer, das sage ich in meinen Videos, immer auf 21 Grad. So muss die Kiste nicht volle Kanüle laufen und die Kühlung ist wirklich sehr, sehr effizient. Das heißt, das könnt ihr hier machen. Ihr habt hier natürlich noch verschiedene andere Möglichkeiten einzustellen. Für mich stellt sich allerdings die Frage, brauche ich die App? Denn die brauche ich ja nur als Fernwartung. Das heißt, wenn ich nicht zu Hause bin. Denn wir haben ja für zu Hause hier diese wunderschöne Fernbedienung, wo ich auch alles einstellen kann. Das hier, die App, brauche ich nur, wenn ich die Porta Split von der Ferne schalten will. Das heißt, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin und weiß, mein Dachgeschoss oder meine Wohnung ist ein bisschen warm und dann will ich sie jetzt schon mal laufen lassen. Das bedingt aber natürlich, und das ist ja immer der kleine Nachteil von einer mobilen Split-Klimaanlage, dass ich die so hinstellen kann, dass ich keine Terrassentür, kein Balkonfenster oder sonstiges Fenster auf habe. Wenn ich natürlich jetzt die Gegebenheit habe, dass ich auch mit einem nicht ganz geschlossenen Fenster, Dachflächenfenster zum Beispiel, wo ja auch keiner hinkommt, im Erdgeschoss kann ich das nicht machen, aber im Dachgeschoss ist es natürlich möglich, dann geht das. Aber meistens, und das ist auch bei mir so der Fall, das Teil lässt sich so schnell mit der standardmäßigen Halterung von Midea rein und wieder rausbauen, da brauche ich 1,5 bis 2 Minuten für. Sowohl rein, also das Teil vorne montieren, das Ding draufschieben hier, sichert mit dem Stahlseil, nach vorne schieben, klack, klack, dann steht das. Das dauert 1,5 bis 2 Minuten und das gleiche natürlich wieder retour. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn ich fertig bin mit Kühlen oder wenn ich beginne mit Kühlen, das entsprechend so zu machen. Also dann habe ich auch keine Probleme damit, dass mir irgendeiner sagt, hier das Ding auf deinem Dach sieht aber hässlich aus und so weiter. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Also so mache ich das. Und nochmal, wer die WLAN-App braucht, es ist hier. Sie könnt alles drüber steuern. Wunderbar. Aber ich, wo habe ich es jetzt hingetan? Da habe ich es hingetan. Ich arbeite hiermit. Da kann man schön mit auf der Couch faul liegen und sich das ganze Geschäft, was die Anlage hier machen kann, um die Ohren pusten lassen. Das soll es gewesen sein, kurz und knackig. Ich hoffe, es ist kurz genug. Bleibt gerne dran, abonniert gerne den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch fürs Video und mich würde freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video sehen würden. Bis dahin wünsche ich euch einen coolen Sommer. Bis dann, tschüss.